Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir sind hier in der Funkzentrale, um was zu tun. Ich weiß es noch nicht genau, also verschiedene Sachen. Einmal das Bildchen für die Frau sammeln und Informationen von vor 2013 sammeln. So viel habe ich schon mal mitgekriegt, aber mehr leider auch noch nicht. Immer wenn es piept, ist irgendwas unterwegs. Aber ich wollte eigentlich gucken, aber da komme ich nicht runter, ne? Ne. Bespuckt mich da was? Ich hab nur die Maske auf. Ja, die hatte ich ab. Komisch, warum ich dann solche Flecken im Gesicht kriege. Ich suche ja, wie gesagt, auch noch das Foto. Das sieht alles so uralt aus. Quasi mit der Lampe durchlatschen. Verbrenne! Die Waffe ist Bombe dafür. Muss man zugeben. Okay, da geht es auf jeden Fall, würde ich mal sagen, fast weiter. Ist das gut? Das zumindest. Pissoir. Bisschen angelaufen. Wie wär's mal wieder mit Putzen? Die da ist. Wie gefällt dir das, Artyom? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Rand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Such im nächsten Raum einen Eingang. Immer durch die dunklen Ecken. Ich mach mal lieber voll. So, Notizen nehmen wir alle mit. Natürlich alles, was die hier sozusagen haben. Tresore, immer gut. Gut, dass kein einziger Tresor verschlossen ist. Bist du die Mutti? Das ist das Foto. Komm, gib schon her. Bisschen asiatischer Bereich hier. Länger in diesem Loch zu bleiben, steht außer Frage.
Ein Schuss reicht eigentlich. Soll ich mich hier ein bisschen umsehen? Ich habe ja Glück und finde noch was Schönes. Ich würde sagen, das ist der Lüftungsschacht, deswegen gehen wir noch mal ganz schnell zurück. Nee, wir sind ja von da gekommen. Okay, nee, dann ist das der einzige Weg. Brandmuni ist natürlich geil. Muss man ja zugeben. Verreckt. Wir werden pumpen, solange das da brennt, weil ins Feuer will ich ja nicht rein. Wo lang? Hier, das sieht gut aus. Wir schalten jetzt auf Notstrom um. Das sollte für den Aufzug reichen. Wenn du die Karten schon hast, dann warte einfach auf den Aufzug. Okay, jetzt müssen wir halt im richtigen Jahr suchen. Alles ab 2013. Alles leer. Da ist was drin. Nee, tot. Meine Güte, was ist natürlich für eine Ordnung. Läuft doch. Nehmen wir mit. Interessant finde ich das Buch, was hier drin steckt. Was man natürlich nicht rausholen kann. Der ist nicht zu holen. Irgendwas hier finden, was wir verwerten können. Scheint noch so halbwegs teilweise zu funktionieren.
Okay, komm. Ich hab Angst. Brennt. So. Jetzt hat er mal aufgehört zu piepen. Nee, da komme ich nicht durch. So, der Aufzug war vorne. Jo, warte, ich muss, einmal angeditscht. Schnell rein hier. Kommt der Aufzug? Von wo? Nicht das Ding. So, geh doch. Uiuiuiui. Joel, schalte das Licht wieder an. Der Aufzug hat seine Arbeit getan. Doktor, Doktor. Brennt alle. Nix gönnt da. Wir stehen bald im Dunkeln. Ach, Scheitern! Artyom, Gyul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! Okay, komm. Oh, von wegen. Starte das Ding. Geh doch. Die brennen eh alle. Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Er steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Oh, bitte, für dich. Kannst auch mitkommen. Kep Rakmet. Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Was ist das? Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Hm. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Aufzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munai Bailer,
heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Können wir langsam mal wieder die Waffen wechseln? Basis, Anna hier. Verdammter Sand. Ich bin in der Nähe des Hafens und beobachte die Hauptstraße. Hier tut sich was. Nichts Ernstes bislang, aber etwas Verstärkung wäre ganz gut. Ich reiche deine Koordinaten an unsere Steher weiter. Alle mal zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle mal zuhören, der Baron wird jetzt reden. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss dieser Zugbande gesprochen. Na, hier sind wir. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zum einen ist dieser Boss ein waschechter Oberst. Und er macht hier keine Vergnügungstour. Oh nein! Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details war er recht vage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist doch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihm erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbande lebendig macht, wird reich. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Nein, traf er nicht. Der ist zu weit weg. Ich wollte mich eigentlich mal ganz kurz umgucken. Aber es ist nichts Sichtbares dabei. Wo müssen wir denn hin? Am besten erstmal bis zur Kreuzung vordringen. Also hier würde ich mich gerne noch umsehen. Nochmal schnell. Manchmal hat das ja was. Ein Bett. Könnte ich jetzt noch den Tag abwarten. Eine Werkbank haben wir aber nicht, wie es aussieht. So, jetzt können wir von hier nochmal kurz einen Check-up machen. Ja, wahrscheinlich müssen wir da so hin. Da ist der Kran. Könnte man von da aus irgendwie rüber.
Und auf jeden Fall einen neuen Punkt freigespielt. Guck mal, da, genau, das sind die zwei Sachen. Die sind beide da. Hä, wo war's? Ich verarschen. Sieht man die nur hier durch? Ja, auf jeden Fall, nee, das ist da und da. Da müssen wir auf hin. Machen wir nächste Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.